Zum Aufnehmen. Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTubeGamescom auf der PlayStation 3 und willkommen zu einem neuen Let's Play. Heute mit Let's Play GTA 4, die Ballade auf Gay Tony. Und heute möchte ich euch mal zeigen, wie ihr am besten in der Stadt einen coolen Amoklauf machen könnt. Einen richtigen Amoklauf mit viel bunten Farben, mit viel Explosion und mit vielen Leichen. Und ja, dazu brauchen wir erstmal ein Sprunggewehr. Ihr habt natürlich große Auswahl. Am besten nehmt ihr die M4. Die M4 ist natürlich die beste Waffe, weil sie einen extrem hohen Schaden hat, eine extrem hohe Präzision und ja, einfach stylisch ist. Dagegen ist die AK-74 nicht so gut. Die hat nicht so eine hohe Genauigkeit wie die M4 und der Schaden ist auch nicht gerade so tolle. Aus dem Grund würde ich euch auf jeden Fall immer die M4 empfehlen. So kommt man natürlich noch nicht in den Amoklauf starten. Dazu brauchen wir natürlich noch eine Panzerfaust. So, die liegt jetzt hier in dem Stroh, damit sie nicht beschädigt wird. Und die kostet 15.000 Dollar. Ich drücke jetzt einfach mal knallhart X. So, jetzt wird mir das Geld abgebucht. Jetzt kaufe ich mir vielleicht noch eine Rakete. Oh, die kostet 5.000. Eine Rakete haben wir ja schon. Jetzt nehmen wir noch eine kugelsichere Weste mit. Dazu bezahlen wir 500 Dollar. Ist ja eigentlich auch kein Problem. Sniper nehmen wir eher nicht so mit, aber wir können ja noch ein paar Monofull-Cocktails mitnehmen. Da können wir noch ein paar Leute anzünden. So, ich denke, das reicht erstmal. Ja, kaufen wir mal ein bisschen Munition. Viel haben wir nicht mehr. Und jo, jetzt haben wir eine Panzerfaust am Start, eine M4 und noch ein paar Monofull-Cocktails. Ich denke mal, das wird reichen. Mit dem können wir auf jeden Fall was anfangen. Jetzt kommt natürlich die Frage, wo starten wir den Amoklauf? Das ist, denke ich mal, auch nicht so schlimm. Weil jetzt brauchen wir erstmal ein Taxi. Mit dem Taxi fahren wir dann Richtung Richtung Innenstadt und dort können wir dann den Amoklauf machen. So, jetzt kann ich zum Beispiel einfach mal hier einen Wegpunkt markieren. Zack, hier habe ich jetzt mal einen Wegpunkt markiert und das können wir einfach mal zu dem Wegpunkt fahren. So, fahren wir mal hin. Das dauert jetzt ein bisschen. Habe jetzt mal eine Schnellreise gemacht, das kann man zum Glück bei GTA 4 machen. So, jetzt sind wir in der Innenstadt. Dort sind eigentlich immer viele Leute und dort können wir dann auch gleich mal starten. Anfangen können wir mit einem sogenannten Cocktail aus, ja, aus verschiedenen Spirituosen. Zum Beispiel schmeißen wir jetzt einfach mal da einen hin und da kriegen die Leute schon Panik. Das heißt, die Leute wissen nicht, was läuft jetzt, was ist ab, was ist los hier, Digga. Oh, ich schieße hier auf das dumme Fenster hier. So, die Bullen warten natürlich auch schon. Und die wollen uns natürlich auch schon töten. Oh, geile Karre hier im Lamborghini. So, jetzt können wir mal anfangen. Und jetzt können wir mal unsere Panzerfaust auspacken. Und mal ein Ziel anvisieren. Zum Beispiel so. Jetzt natürlich sind alle Polizeikräfte schon in der Stadt alarmiert. Was ist los, Digga? Irgendwas passiert in der Innenstadt. Irgendein Irrer läuft hier amok. Und ja, Mann, da würde ich jetzt auch kommen mit so einem SWAT-Fahrzeug. Und ihr seht schon, wir wurden mit 5 Sternen belohnt. Das heißt, das hier ist kein normaler Kavaliersdelikt, was wir hier machen. Ne, das ist knallharter Terror. Und klar, wir haben jetzt auch die Waffe am Start. Ihr seht jetzt, warum ich die M4 genommen habe und nicht die Kalaschnikow. Weil da hätte ich jetzt nicht so viele Leute umgebracht. Die M4 ist also echt eine nice Waffe. So, was haben wir denn hier noch? Wir haben noch ein paar Cocktails, die können wir auch noch schmeißen. Zack. Boah, guck mal, wie die Leute laufen hier. Oh. So. So, also da hier die Leute, guck mal, oh, guck mal hier, das SWAT-Team ist auch schon da am Start. Guck mal, wie die rennt. Oh, Leute, die haben alle kugelsichere Weste am Start. Ich kann da nichts mehr machen, Digga. Ah, ich muss hier alle abknallen. Sonst bin ich selbst das Opfer. Weil ich will ja nicht sterben, weil Problem ist ja, wenn ich jetzt nicht schieße, dann den kriegen die mich irgendwann mal, weil ich bin ja auch nicht unsterblich. Boah, komm schon, komm schon. Ah, da ist irgendjemand, was Großes, da ist was Großes am Start. Ah, Mist. Jetzt muss ich eine Knarre starten. Oh, jetzt glaube ich mir die Karre. Ich muss hier rein, Digga, ich muss hier rein. Ich schaff's noch. Ist sie gepanzert oder ist sie nicht gepanzert? Oh, ich hoffe mal, dass sie gepanzert ist. Oh, fuck hier. Weg hier von den Bullen. Ja, wir müssen, gehen wir jetzt mal Dingen zum... Ja, genau dahin. Ja, ah, da schauen wir uns mal an. Wer war das? Der Bulle hat mich erwischt. Der Bulle hat mich erwischt, Digga. Und jetzt können wir auch mal gucken, wie viele Leute ich denn erwischt habe. Mit dem kleinen Amoklauf. Es war ja jetzt kein großer Amoklauf.
Und dazu können wir einfach jetzt in die Statistik gehen. Zack. Verbrechen und ausgeschaltet. 25 Leute haben wir jetzt abgeknallt bei dem kleinen Amoklauf. Und ja, ich sage ciao Leute, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Und ja, haut rein, Digga. Ein großes Moin Moin noch.